Schläger zu Gast in Europa. Das ist die hässliche Seite der Europameisterschaft in Frankreich. Hooligans liefern sich Straßenschlachten, es gibt Schwerverletzte, ein Mann liegt im Koma. Das friedliche Fußballfest hat seit dem vergangenen Samstag ein massives Gewaltproblem. Und für die Polizei ist das neben der Terrorabwehr eine zusätzliche Belastung. Russische Fans, die waren besonders brutal, aber prügelnde Hooligans, die gibt es auch in Deutschland. Und auch morgen stehen sogenannte Risikospiele auf dem Plan. Gewalt im Fußball, was tun gegen Hooligans, das ist das Thema unserer Phoenix-Runde. Herzlich willkommen dazu. Und das sind meine Gäste. Andreas Rettig begrüße ich ganz herzlich, kaufmännischer Geschäftsführer beim FC St. Pauli, zuvor Geschäftsführer bei der DFL, Deutsche Fußballliga. Herzlich willkommen. Toni Lieto ist Reporter des Kicker Fußballmagazins. Dort ist er zuständig für Schalke und er ist begeistert von der Fankultur in Nordrhein-Westfalen. Und von dort kommt auch Arnold Plickert. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei und eben auch Vorsitzender für Nordrhein-Westfalen. Und ich begrüße Thomas Feltes, Professor für Kriminologie an der Universität Bochum. Und er hat die DFL beim Thema Sicherheit auch beraten. Wir haben es gemerkt, am Samstag waren wir alle erschrocken über diese schrecklichen, brutalen Ausschreitungen zwischen England und Russland. Wir hatten eigentlich vor dieser EM vor allen Dingen Angst vor Terroranschlägen und jetzt wurden wir mit dieser Gewalt konfrontiert. Herr Rettig, hat Sie das überrascht eigentlich? Naja, dass wir ein Hooligan-Problem haben, neben der Großwetterlage, der politischen, die ja bekannt ist, das hat niemand überrascht. Wir dürfen auch nicht so naiv sein und zu glauben, als wäre das dann ausgeblendet. Mich hat es nicht überrascht. Überrascht hat mich, wie damit umgegangen worden ist, vom Gastgeber, von den Verbänden dort vor Ort. Ich glaube, das muss man auch kritisieren. Was meinen Sie damit? Ja, ich glaube, dass das, was ich bin nicht vor Ort gewesen, aber das, was ich zusammengetragen habe an Informationen, ist tatsächlich so, dass man den Eindruck hat, dass hier der Veranstalter schon eine gewisse Beratungsresistenz an den Tag gelegt hat, dass auch die UEFA, finde ich, sich hier nicht besonders gut verhalten hat. Man müsste mal fragen, wer eigentlich die UEFA bestraft. Ja, es wird ja immer mal von Strafen gesprochen. Wenn es da einfachste handwerkliche Dinge wie Themen der Block- und Fantrennungen nicht beherzigt werden. Also ich muss sagen, das sind schon Themen, da sollte man auch in der Nachbetrachtung noch mal etwas den Scheinwerfer auch auf diese Themen lenken. Mhm. Herr Lieto, war das abzusehen, dass es solche Ausschreitungen geben würde? Also mich hat das schon überrascht in der Form, denn eigentlich war es ja so, dass Europa im Allgemeinen und Frankreich auch im Besonderen seit November stark fokussiert darauf war, alles die Sicherheit sehr hoch zu halten seit den Anschlägen. Und dann hat man eigentlich gedacht, dass Hooligans da vielleicht gar nicht so die große Möglichkeit haben, das zu veranstalten, was sie jetzt da veranstaltet haben. Also ich bin da eher geschockt von. Mhm. Herr Plickert, wie haben Sie es empfunden und auch mit dem, was Herr Rettig gesagt hat, dass er sagte, man geht da vielleicht nicht richtig damit um aus Ihrer polizeilichen Sicht. Was ist da schiefgelaufen, dass das so eskalieren konnte? Also zunächst, glaube ich, mussten wir davon ausgehen, dass es zu Ausschreitungen kommt. Die Art hat mich auch überrascht, aber wir müssen einfach mal sehen, wo waren die letzten Turniere? Brasilien, Südafrika, die letzte Europameisterschaft in der Ukraine mit großen Reisewegen, völlig unattraktiv für diese Gruppen. Und die nächsten großen Turniere sind in Russland und in Katar. Das heißt, wir haben klare Aufklärungsergebnisse gehabt, dass diese Europameisterschaft für diese Zielgruppe interessant ist, dass sie anreisen werden. Die Dimension der Gewalt, die hat einen schon überrascht, das muss man deutlich sagen. Mhm. Herr Feltes, geht es denen, die da prügeln, eigentlich noch um Fußball oder geht es einfach nur darum, Gewalt auszuüben? Nein, der Fußball ist das Event, an dem man sich quasi andockt, das man nutzt, um eben Gewalt auszuüben, um bestimmte Situationen auch zu provozieren, die Polizei eben als Feind wahrzunehmen und dagegen vorzugehen, aber eben auch gegnerische Gruppierungen. Wir kennen das ja auch in Deutschland. Es geht so weit, dass teilweise eben auch diese Prügeleien sogar im Vorfeld abgesprochen werden, dass man sich nicht unbedingt an den Stadien, sondern an anderen Orten trifft. Aber letztendlich sollte man tatsächlich differenzieren, einerseits zwischen Fußball und Fußballfans und andererseits eben zwischen diesen gewaltbereiten Personen, die im Grunde genommen den Fußball einfach nur als Aufhänger benutzen. Es ist jetzt eine Strafe verhängt worden gegen Russland, eine Bewährungsstrafe. Also wenn es solche Ausschreitungen nochmal gibt, dann wird Russland von diesem Turnier gesperrt und 150.000 Euro Strafe soll gezahlt werden. Wir haben gehört, dass heute wurde der französische Botschafter einbestellt in Moskau wegen der
Festnahme einiger, die da Gewalt ausgeübt haben. Herr Rettig, ist das das Richtige, die richtige Maßnahme? Naja, also das kann ich jetzt nicht bewerten, aber 150.000 Euro auf den ersten Blick erscheinen mir doch eine sehr moderate Geldstrafe. Ich glaube, wahrscheinlich werden die das als Spesengeld dabei haben und bar bezahlt haben oder hinterlegt haben, wenn ich mir die spitze Bemerkung erlauben darf. Aber das treibt es natürlich auf die Spitze, wenn man dem Glauben schenken kann, die Informationen, die wir alle bekommen, ja, wie diese Struktur dort ist, was die russische Seite angeht, auch diese Verknüpfung der Politik mit dem Sport, dann macht man sich wirklich Sorgen. Ja, also Sie müssen sich vorstellen, wenn ein für Fans Verantwortlicher der rechten Szene und als aufgefallen ist durch Hitlergrüße bei Veranstaltungen und der ist der Verantwortliche für die Fans dort, dann muss ich sagen, dann ist das wirklich abstrus. Das wäre ja so, als wenn wir uns Sorgen machen müssen, als wenn Herr Gauland zukünftig der Integrationsbeauftragte beim DFB wird. Ja, also man muss das mal immer in das Bild setzen. Also man macht sich Sorgen. Ich kann das nur unterstützen. Ich finde es unfassbar. Also diese Person, die Herr Rettig jetzt angesprochen haben, eine zweite Person, die ja sogar dem russischen Fußballverband angehört, wird in den sozialen Medien damit zitiert, dass er quasi diese Gruppe noch hofiert und Verständnis dafür aufbringt. Ich sag mal, das wäre bei uns der Tatbestand Aufforderung zu Straftaten. Da hätte ich erwartet, dass dieser Mann sofort die Akkreditierung verloren hätte und dass man gesagt hätte, raus hier aus dem Team. Er sagt ja, gut so Jungs, ja, weiter so. Ne? Und dass da niemand einschreitet, ja? Dass da kein Aufschrei, verstehe ich nicht, muss ich ehrlich gestehen. Wer könnte denn einschreiten, Herr Lieto? Ja. Zunächst muss man mal sagen, es ist ja so, dadurch, dass keiner einschreitet, kann man mal sehen, wie da vielleicht so die Denkweise ist. Das ist vielleicht noch mal eine andere, als das in Deutschland ist oder in anderen westeuropäischen Ländern. Ich denke, da sind auch die anderen europäischen Länder gefragt, da mal einzuschreiten, denn es ist ein kontinentales Ereignis. Und da können sich ruhig auch mal deutsche Politiker zu Wort melden oder vielleicht auch mal französische, die da den russischen Politiker und Verbandsfunktionär vielleicht mal ein bisschen verbal in die Schranken weisen. Ja, aber ich finde, wir sollten bei uns anfangen. Ja? Ich finde, dass unsere deutsche Delegation, sind ja nun auch genügend Vertreter dort, sich da auch mal deutlich positionieren sollten. Ja? Also wir sollten jetzt nicht auf andere zeigen, sondern auch da ganz klar mal vorweggehen und zu sagen, pass mal auf, was sind da für verantwortliche Personen in diesen Ämtern? Aber scheinbar scheint das niemand zu interessieren. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen sortieren, die Begriffe, die es gibt, wenn man über Fußballfans redet, Herr Feltes. Was ist eigentlich ein Hooligan? Vielleicht nur eine Bemerkung zu der Strafe, weil Sie hatten ja gefragt, ist das sinnvoll? Ich finde das höchst problematisch, diese Strafe, weil das natürlich irgendwo das weitere Geschehen in die Hände dieser Hooligans, dieser gewaltbereiten Fans gibt. Die können jetzt entscheiden, ob eben Mustern ausgeschlossen wird oder nicht. Die haben eigentlich eine Macht bekommen. Die haben eine Macht bekommen und das hat man nicht wirklich zu Ende gedacht. Ich finde eben auch, da hätte man andere Mittel finden müssen, wie gerade Herr Rettig das angesprochen hat, im Hintergrund eben da einzuwirken. Aber dieses Mittel ist ein sehr publikumswirksames, klar, aber es ist nicht wirklich sinnvoll. Aber das soll es ja in erster Linie sein, dieses Publikumswirksame. Ja? Die sprechen das aus mit der Hoffnung darauf, dass nichts weiter passiert. Mal angenommen, jetzt passiert noch was, so dann sagen vielleicht viele Kritiker, jetzt ist was passiert und jetzt muss Russland ausgeschlossen werden. Und die UEFA sagt, ja, aber so schlimm war es jetzt noch nicht, dass wir sie ausschließen. Aber und man bestraft dann auch die ganz normalen Fans. Genau. Aber was genau das Publikumswirksam, Sie haben völlig recht, auch das Thema Alkoholverbot. Das ist ja, wenn Sie sich die Bilder anschauen, das sind 150 gut trainierte, kampfsporterprobte Schlägertrupps unterwegs, ja, die ganz sicher nicht alkoholisiert waren. Also aus der Ferne zumindest, was man da gesehen hat. Und jetzt zu sagen, also aber der Alkohol war schuld, ich meine, also ich mir fehlen wirklich die Worte. Aber die russischen Fans definitiv, das sind unsere Erkenntnisse, waren nicht alkoholisiert, die Hooligans. Sie haben genau diesen Faktor in der Konfrontation eingesetzt, dass eben die Engländer hochalkoholisiert waren und sie nüchtern waren. Und das hat dann auch ein bisschen zum Kampfungleichgewicht geführt. Ja, aber wenn Sie das alles wissen, Herr Plickert, warum weiß das die UEFA, warum wissen das die Veranstalter nicht? Und warum müssen die darüber diskutieren, wenn die EM schon läuft? Ich meine, die hatten ja jetzt lange genug Vorbereitungszeit, das mal vielleicht im Dialog. Ich denke, die Erkenntnisse werden auch da vorliegen. Wenn ich es weiß, werden die Gremien es auch wissen. Da können wir von ausgehen. Und wie erklären Sie dann diese, ja, dass man eben so schlecht oder spät darauf reagiert? Ja, ich will jetzt hier nicht den Schlauschwätzer aus Berlin machen und sagen, ich weiß alles besser. Ja, mache ich aus Bochum. Nein, es ist einfach so, dass natürlich ein Fußballspiel
lagemäßig mit unterschiedlichen Philosophien angegangen wird. Wir in Deutschland versuchen zunächst kommunikativ auf Lagen einzuwirken, mit den Störern zu sprechen. Aber wenn wir feststellen, dass wir damit nicht weiterkommen, haben wir eine sehr niedrige Einschreitschwelle. Das heißt, wir versuchen im Vorfeld schon Rädelsführer herauszuziehen, um die Gruppe eben auch zu isolieren, auch klar einzusprechen und wenn es geht, schon im Vorfeld dann in Gewahrsam zu nehmen. Mhm. Denn wenn ich sie in Gewahrsam habe, kann ich solche Bilder verhindern. Das war auch mein Eindruck bei den Bildern, die ich aus der Distanz gesehen habe. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es im Vorfeld eine Reaktion gegeben hat, sondern die Reaktion hat dann eingesetzt, wie die Ausschreitungen schon massiv zugange waren. Und dann kann man im Prinzip nur noch eine Lagebereinigung schaffen und die Lage nicht mehr beruhigen. Was, das, was dann dazu geführt hat, dass mit dem wahllosen Einsatz von Tränengas hier und Pfefferspray und weiß der Kuckuck, was alles eigentlich, natürlich viele Unbeteiligte natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen worden sind, weil denn die Störer und die Verursacher waren längst über alle Berge. Mhm. Und man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, dass von den 150 bis 200 keiner festgesetzt werden konnte. Also ich meine, auch da fehlen mir die Worte. Mhm. Ja, einige sind ja festgenommen worden. Aber ja, im Nachgang 34 in irgendeinem Bus. Und dann gab es eine politische Protestnote. Und Sie haben ja eben schon gesagt, dass jemand dann zum Rapport bestellt wird. Also, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was da passiert ist. Ja, aber wir sollten jetzt nicht so tun, als wenn die deutsche Polizei wirklich in allen Fällen immer einwandfrei arbeiten würde. Wir sehen jetzt im Grunde genommen, wie gut die deutsche Polizei eigentlich insgesamt ist. Wir haben auch in Deutschland Pfefferspray-Einsatz, wir haben Reizgas-Einsätze in Situationen, wo das eindeutig überzogen ist, wo es dann eben nicht zur Deeskalation führt, sondern wo es zur Eskalation führt. Ich würde gerne einfach mal sagen, das ist wieder so eine Behauptung, die erfällt ist. Ich meine, wir sind ja nicht das erste Mal hier heute in so einer Veranstaltung. Ich finde das immer schlecht zu sagen, die Polizei überzieht, wir überdrehen mit so Pauschalen. Ich bin auch gegen eine Pauschalkritik. Dann muss man einzelne Sachverhalte benennen, dann müssen die analysiert werden, aber immer so pauschal zu sagen, wir überdrehen. Also die Kollegen haben keinen Spaß daran, mit Pfefferspray durch die Gegend zu schießen. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt kommen, inwieweit man das vergleichen kann. Ich habe eben schon mal gefragt, wie würde man sagen, was ist eigentlich ein Hooligan in Deutschland? Also ist der vergleichbar mit denen in Russland oder wie ist die Definition da eigentlich? Also die Hooligans in Osteuropa sind schon die gefürchtetsten, würde ich sagen. Und das sieht man auch mit welcher Gewaltbereitschaft die ja da zu Werke gehen. Es ist in Deutschland nicht, oder bei deutschen Hooligans nicht so drastisch, auch sehr drastisch, aber nicht so wie bei den Osteuropäern, die ja teilweise dazu ausgebildet sind, muss man wirklich sagen. Da sind manchmal paramilitärische Züge, mit denen die da auflaufen und auch nur ganz gezielt deshalb die Leute angreifen. Es ging ja gezielt gegen die Engländer. Das war ja vorher teilweise schon angekündigt. Die können sich dann dank der sozialen Medien und was es heutzutage alles gibt, schnell mal kurz schließen und verabreden und dann geht das ganz schnell. Ein Unterschied ist noch auch das, was wir zumindest glauben zu wissen, ist ja auch so einen gewissen Ehrenkodex, der auch zumindest in der deutschen Hooligan-Szene, wenn ich das mal so sagen darf, herrscht. Wer am Boden liegt, den tritt man nicht mehr. Ja, und dass man keine Waffen benutzt und diese Themen, das haben wir hier nicht gesehen. Ja, hier haben wir ein ungeahntes, wirklich ein Ausmaß an dieser Brutalität, wenn man sieht, wie da jemand auf dem Boden liegend getreten wird, dass die sich vorher noch irgendwelche Pillen reinschmeißen, ja, und irgendwelche Opiate sich, das sind alle strategisch vorbereitete Themen, die einem Sorge machen. Ne? Und der Täter, den man da sehen konnte bei dieser besagten Szene, der war ja am Ende dann noch im Stadion. Ja, im Stadion. Und dann hinterher ist er nochmal eingefangen worden von den Kameras. Da fragt man sich ja, wie das sein kann. Das ist auch genau das, was ich noch eben sagen wollte. Es geht ja nicht nur um die Gewalt an sich. Ich habe das ja eingangs gesagt, dann, man hat nicht so unbedingt damit gerechnet, dass da Dinge passieren, wo man sich fragt, wie das sein kann. Das ist ja, die EM ist gerade ein paar Tage alt, da spielt Kroatien und auf einmal nach einem Tor läuft der Fan auf das Feld. Das geht doch gar nicht. Herrscht ja in Frankreich eigentlich ein Ausnahmezustand oder eine die stärkste Sicherheitsstufe nach den Terroranschlägen. Das ist natürlich was, Herr Blickert, was einem Sorge macht, wenn man denkt, wenn man das noch nicht mal schafft, wie will man denn dann Terroristen zurückhalten? Also wie sehen Sie das denn? Ja, aber das ist ein Bild, was wir in der Bundesliga auch jeden Samstag sehen. Also ich glaube schon, dass die Ordnungsdienste, die Vereine jetzt eingestellt haben, in den letzten 10 Jahren sehr professionalisiert worden sind. Die geben sich große Mühe, aber es ist illusorisch zu glauben, dass derjenige, der es darauf absieht, Pyro
ins Stadion zu schmuggeln, dass der das nicht schafft. Da gibt es viele Wege, dass man in der Woche schon irgendwas macht, dass man irgendwo eine Stelle übergibt. Es gibt auch am Körperteil durchaus Stellen, wo man es lagern kann. Also der, der es will, der kriegt es auch rein. Die Situation, die Sie jetzt schildern, ist natürlich, mir ist auch wirklich der Schreck in die Liga gefahren. Dann knallt es noch so im Stadion. Und wir alle haben natürlich dann sofort die Gedanken im November, wo es zweimal hintereinander geknallt hat, man noch nicht wusste, was ist passiert. Und dann die schrecklichen Ereignisse. Also da muss man wirklich fragen, was geht denn da muss man ja aber auch eine gewisse Kleingeistigkeit voraussetzen bei denen, die das machen. Also das... Ja. Aber es passiert ja. Ja. Aber was auch noch für mich, auch darüber ist man relativ schnell und einfach hinweggegangen, aber wenn man sagen, über Kameraeinstellungen. Wenn dann der ungarische Nationalstürmer, der das Tor erzielt hat, Scholloi, da beim 1-0 dann in seinen Block läuft und sich dann nachweislich auch Fans der rechten Szene an den Hals wirft, ja, war erkennbar durch ein Transparent Ferencváros Budapest, ja, die nun aufgefallen sind in der Frage, dass sie auch nach Heimspielen auch schon mal auf Flüchtlinge losgegangen sind, dann sind das Dinge, da muss auch mal was passieren. Das muss man auch benennen dürfen in der Frage. Und da wird auch so einfach drüber hinweggegangen. Und da erwarte aber ich dann wer schon... wer muss was benennen, ja, was passieren? In dem Fall würde ich mir dann eben auch von einer Verbandsführung erwarten, dass sie sagen, pass mal auf, das geht nicht, Junge, beim nächsten Mal. Ja? Da muss man schon unterscheiden, wem man sich an den Hals wirft. War das vorsätzlich? Ich habe die Szene nicht gesehen. War das vorsätzlich oder in der Euphorie? Ich unterstelle mir jetzt einfach mal, dass er vielleicht ein bisschen zu viel Adrenalin im Kopf hatte. Ja? Aber ansonsten muss man sich dann wieder fragen, ne, ob das das richtige Ziel war, was er da angesprochen hat. Aber warum sind die überhaupt im Stadion? Das fragt man sich ja auch. Was man ja einfach merkt, ist, dass es auf verschiedenen Ebenen eine Radikalisierung gibt. Also die Art, wie Gewalt ausgeübt wird, dass eben Pyro reingeschmuggelt wird, obwohl es keiner mehr machen soll. All diese Dinge, dass Fußball politisch auch eben missbraucht wird. Herr Feldes, wie wird man eigentlich Hooligan? Ja, das ist eine gute Frage, weil wir inzwischen Hooligans haben, die durchaus auch in den 50ern sind. Also die haben sich über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg quasi entwickelt. Es gibt auch eine Gruppe von Hooligans, die zwischendrin mal im Grunde genommen im Verborgenen oder gar nicht mehr auffällig geworden ist. Es ist die Faszination der Gewalt einerseits und es ist auch die Faszination der Gruppe. Und wir reden hier über Hooligans und vielleicht haben wir auch Zuschauer, die das nicht differenzieren können. Wir sollten genau sehen, dass Ultras und Hooligans zwei ganz verschiedene Gruppierungen sind. Dass wir bei Ultras Personen haben, Fans haben, die eben alles für ihren Verein geben und sich in der Regel deutlich versuchen, von Gewalt und auch von politischem Extremismus zu distanzieren. Und bei Hooligans haben wir Personen, die einfach diesen Event, diese Situation des Fußballspiels und auch die mediale Präsenz, die ja jetzt auch bei der EM wieder besonders deutlich ist, auch wenn die UEFA-Bilder dann versuchen wegzudrehen, aber dann verlegt man eben die Auseinandersetzung, wie wir es gesehen haben, morgens in die Innenstadt und dann ist im Grunde genommen der Verband ist ein bisschen draußen. Also ich stimme Ihnen zu, Herr Reddick, die Verbände müssen was tun, die UEFA müsste etwas tun, aber diese Situation, die wir in der Stadt gesehen haben, die sind nicht mehr in den Händen der Verbände. Dahin, wenn wir den Bogen auf uns, auf die politische Großwetterlage auch bei uns in Deutschland transportieren, dann muss man sagen, dann haben die Hooligan-Szene natürlich auch durch so Themen wie Hogeza und Pegida, ja, und auch durch Parteien Hogeza, wie... Hooligans gegen Salafisten, also genau, für die dieses... Wenn man an die Bilder in Köln damals denkt, das waren ja schreckliche Signale. Ja, und auch Aussagen von Parteiverantwortlichen der AfD haben hier sicherlich nicht zu einer Befriedigung beigetragen. Also nein, Gegenteil, das meine ich ja. Ne, die befeuern das. Ne, und das ist der Nährboden genau für diese Themen. Und wenn wir dann noch wissen, dass wir eine gewisse Politikverdrossenheit sowieso in unserem Lande haben und auch viele Ultrabewegungen ja, ich sag mal, mit einer linksgerichteten Einstellung, die ja auch positiv gemeint, die sich gegen Nationalismus, die sich gegen Rassismus deutlich ausspricht, wenn wir diese Strukturen natürlich noch beschädigen, ja, dann wird natürlich genau diesen Sachen Vorschub geleistet. Also Hogeza ist, glaube ich, noch mal ein wichtiger Punkt in der Entwicklung gewesen. Ich war selber im Oktober 2014 in Köln. Da war ich selber vor Ort in Köln und war erschrocken. Also ich habe 15 Jahre die Fußballspiele des VfL Bochum begleitet und ich habe da auf einmal Leute gesehen, die sich im Prinzip, so wie Dr. Feldes es gesagt hatte, aus der Hooligan-Szene verabschiedet haben. Die sind wieder als Althool jetzt in der Szene, weil sie sagen, oh,
da könnte wieder was gehen, das könnte wieder spannend werden. Dann, ich will jetzt nicht sagen, eine enge Anbindung an rechts, aber eine Affinität für rechts ist ganz deutlich, deutlich festzustellen. Es geht ja sogar so weit, dass die Hooligan-Gruppen, die gemäßigten Ultragruppen, die ich also auch ganz klar schätze, weil ich sage, die bringen gute Dinge, gute Choreo, die gehen den Nerven auch bis, den Verein auf die Nerven, was so die Plätze und die Kosten dafür ist. Die gehen ja so weit, dass sie jetzt in den Stadien schon teilweise die Ultras attackieren, ja, die und sagen, verdrängt. Das sind jetzt unsere Plätze. Genau so ist Hooligans kommen also rein und sagen, umso wichtiger ist eben das, was Herr Rettig sagte, dass wir eben die Ultras tatsächlich unterstützen. Und da, glaube ich, ist einfach auch in den letzten Monaten, in den letzten Jahren nicht genügend getan worden, muss man relativ klar sagen. Versuch mal da auch nochmal eine Definition für alle, die jetzt nicht immer jedes Wochenende im Stadion sind. Herr Lieto, wo würden Sie sagen, was macht die Ultras aus? Und also, oder wie wird man Ultra, wenn man gehört hat, wie wird man Hooligan? Die Ultras sind natürlich diejenigen, die sehr, sehr für ihren Club leben. Ja. Wird immer gleichgesetzt, so wenn man Ultras hört, denkt man direkt immer an Pyro. Ja, Pyro und Gewalt und Auseinandersetzungen. Grundsätzlich sind Ultras ja eher auch gerade diese Gemäßigten, die Sie gerade angesprochen haben, diejenigen, die Choreografien machen, die da viel Herzblut reinstecken, die viel Geld da reinstecken, das ja auch alles oder in der Regel eigenfinanzieren. Die Fahrten organisieren. Die Fahrten organisieren, genau. Soziales Engagement. Genau, ja. Und man hat es vor ein paar Monaten mal gesehen, als die sich dann zurückgezogen haben, die Ultras, um zu zeigen, wie wichtig sie eigentlich sind, dass die Stimmung in den Stadien, ich habe damals in Hannover gearbeitet, da war es extrem der Fall, wie die Stimmung da doch merklich zurückgegangen ist. Das war auch allerdings dann so ein politisches Ding, dass die einen gesagt haben, ja, wir vermissen die Ultras schon so ein bisschen. Das durfte man nicht so laut sagen, weil es dann direkt wieder hieß, ja, bist du jetzt auch ein Ultra? Weil man direkt wieder gedacht hat, Gewalt und Pyro. Also es ist ein bisschen schwierig. Aber Gewalt bezieht sich dann eher auf Pyro oder bezieht sich das auch auf wirklich auf Prügeln mit anderen? Ja, das Prügeln mit anderen eher nicht so. Ich glaube, der große Unterschied, wenn Sie noch besser wissen, zwischen Hooligans und Ultras, ist ja in erster Linie der, dass die Hooligans nicht fokussiert sind auf die Polizei, dass sie sich prügeln wollen mit der Polizei, sondern die wollen sich untereinander prügeln, die Hooligan-Gruppen. Es gibt da verschiedene Mannschaften, wie sie es sogar nennen, wohingegen ja die Ultras... Die zur dritten Halbzeit aufrufen. Ja, wohingegen die Ultras, die fühlen sich relativ schnell provoziert von der Polizei, wenn die da steht mit ihrer Ausrüstung, dass sie da schon mal ein bisschen aggressiv reagieren. Okay, wer ist denn lieber? Wobei aus meiner Betrachtung, glaube ich, haben wir noch eine dritte Gruppe. Mhm. Wir haben die Ultras, so wie sie gerade geschildert worden, kreativ. Wir haben die Hools, die im Prinzip den Fußball nur als Beiwerk nehmen, um sich zu schlagen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir eine Gruppierung in den Ultras haben, die sich auch radikalisiert haben. Und die werden auch von der Ultragruppierung nicht mehr eingefangen, denen wird es irgendwann zu langweilig. Die wollen den Kick. Und die stehen für mich so zwischen den friedlichen Ultras und den Hooligans. Und da müssen wir aufpassen, dass die nicht in die Hooligan-Szene abwandern. Ja, aber wer muss aufpassen, Herr Plickert? Das ist die Frage. Die Vereine, alle Akteure, die am Fußball beteiligt sind, alle. Die Vereine, die Fanprojekte. Aber es scheitert ja schon daran, dass man sagt, dass die anderen Zuschauer im Stadion, vielleicht diejenigen, die sich da nicht korrekt verhalten, dass die vielleicht mal anzeigen, beziehungsweise dem Verein dann sagen, pass mal auf, das war der oder der. Passiert relativ selten. Ne? Ja, aber wir schwadronieren ja oft, ich habe es ja auch getan, muss ich fairerweise sagen, und sagen, wir fordern ja Zivilcourage ein. Ja? Mhm. Aber wissen Sie, wenn da so ein 2-Meter-Brocken im Block Ihnen gegenübersteht, ja, und Sie sind Vater von 2 Kindern da und stehen davor, und dann sollen Sie Zivilcourage an den Tag legen. Also nimmt man besser seine Kinder. Da war nicht mal vor. Aber was uns fehlt, ist dann eben genau das, dass die Möglichkeit besteht, nach solchen Vorfällen das abzuladen bei einem Ombudsmann, bei jemandem, ja, um zu sagen, pass mal auf, das ist passiert. Das, und dann kann man diesen Themen im Nachgang nachgehen. Aber das versandet, versickert. Ja, und wenn ich sehe, dass das Faustrecht hier und da ja tatsächlich wieder Einzug erhalten hat, dass eben das, was ja gerade gesagt worden ist, dass Hools hier auch die linke Szene rausdrücken mit Faustrecht, dann sind das alles Entwicklungen, die nicht gut sind. Und wenn Sie in Ihre Berichte schauen, ja, was die CIS angeht, dann ist das eine erschreckende Zahl. Also die Zentrale Informationsstelle, Sport,
die am Ende ausweist, 2014 war es, glaube ich, dass 14 Clubs rechte Strukturen in der Fanszene nachgewiesen wurden. Also 6 in der Bundesliga, glaube ich, und 5 bis in der dritten Liga. Also das sind alles Warnsignale. Und da wundere ich mich schon, dass wir da nicht den Schulterschluss hinkriegen, hier deutlicher entgegenzustehen. Aber dann machen wir es doch mal konkret. Wenn das Warnsignale gibt, wir haben jetzt auch in Frankreich gesehen, eben dass Hooligans mit der Reichskriegsflagge aus Dresden waren, die dann aufgetaucht sind. Also was heißt es denn dann? Wie gehen wir bitte schön damit dann um? Also mir kann auch in der heutigen Zeit, weil bei all den, also hier sind die Experten, aber bei der Technik, also ich meine, das ist doch dreist, da ist wird ein Bild gepostet, ja, das wird, da werden die Gesichter unkenntlich gemacht. Also ich meine, ich sage es einfach mal ein bisschen flapsig, aber das muss doch Polizei erstes Seminar sein, das rauszukriegen, wer sich dahinter verbirgt. Also vielleicht zu dem einen Punkt noch, was die Aufarbeitung von Spielen oder von Gewaltsituationen im Vorfeld oder Nachspielen betrifft. Ich denke, da ist tatsächlich bei uns auch in Deutschland ein extremer Nachholbedarf. Also Polizei arbeitet das alles auf, aber im stillen Kämmerlein in der Regel, da dringt nichts nach außen. Der DFB hat seine Sportgerichtsbarkeit. Da könnte man auch im Grunde noch ein bisschen optimieren, dass man wirklich unabhängige Spielbeobachter vor Ort haben, die sich anschauen, wie entwickelt sich da etwas, wo müsste man eben tatsächlich reagieren, was könnte man machen, daraus dann zu lernen und daraus Konzepte zu entwickeln, das wäre, glaube ich, wichtig. Mhm. Und zu der Frage, ich habe zufälligerweise gestern in meiner Vorlesung jemanden, einen Fachmann da gehabt zum Thema Gesichtserkennung und habe ihm genau diese Bilder aus Frankreich gezeigt, diesen Mann mit dem schönen Hütchen. Mhm. Und eben auch diesen bekannten Rechtsextremen aus dem Ruhrgebiet. Und es wäre überhaupt kein Problem, hat er gesagt, diese Person eben zu erkennen. Und sogar, wenn man den morgens quasi erkannt hätte, ihn dann eben nachmittags am Betreten des Stadions zu hindern. Und das mit der Reichskriegsflagge ist im Grunde genommen, das ist ein massives Versäumnis der französischen Polizei. In dem Moment, wo man das sieht, in Bayern, Herr Plickert, wäre das nicht passiert, oder? Weiß ich nicht. Ich meine, wir leben ja Gott sei Dank nicht in der Bananenrepublik. Das heißt, bei uns geht es nach Recht und Gesetz. Und das ist auch das Problem, was wir haben. Ich kann die emotionale Verbitterung verstehen. Aber es ist nicht verboten in Deutschland, diese Flagge zu zeigen. So. Und wenn das die Politik will, muss sie das in die Gesetze bringen, dass das eine verbotene Flagge ist. Das heißt, wenn es nicht verboten ist, können wir auch nicht einschreiten. Und zur weiteren Wahrheit gehört, wir können nicht in die Köpfe rein. Mhm. Und es ist hier nicht verboten, auch wenn es uns natürlich massiv stört, Recht zu denken. Ich kann einen nicht festnehmen, nur weil er dem rechten Spektrum zuzuordnen ist. Ich kann einen festnehmen, wenn er gegen Gesetze verstößt und wir die Hand haben. Aber ich kann präventiv tätig werden, Herr Plickert. Wenn ich absehen kann, dass aus dieser Gruppe heraus weitere Unruhen, weitere Störungen hervorgehen, dann kann ich präventiv etwas machen. Das macht die bayerische Polizei doch auch regelmäßig, dass man dann eben entsprechend interveniert. Mhm. Also wir sollten es nicht so tun, als wenn das alles im Grunde genommen... Die bayerische Polizei immer ein Vorbild sein muss. Nein, aber was hilft denn, Herr? Weil Sie sind ja auch Vorsitzender dieser Kommission beim VfL Bochum, die über die Stadionverbote beschließt. Hilft das? Sind Stadionverbote, wirkt das abschreckend? Also davon muss man sich verabschieden, dass es wirklich abschreckend wirkt. Wir versuchen tatsächlich, ein Stückchen mehr Gerechtigkeit auch in diese Verbote reinzubringen, weil wir die Erfahrung gemacht haben in den letzten Jahren, wenn das relativ willkürlich erfolgt, wie es leider immer noch der Fall ist, dann führt das eher zum Gegenteil, dann führt das zu einer Solidarisierung der Fans untereinander, dann führt das zu einer Heroisierung, zu den Bannern im Stadion, Stadionverbotler immer unter uns. Man muss versuchen, das tatsächlich, und deshalb machen wir eben auch die Gespräche mit den Personen, die uns von der Polizei genannt werden, und reden über die Situation und versuchen eben, die das schildern zu lassen. Und dann kann man tatsächlich etwas bewirken und kann versuchen, da Veränderungen herbeizuführen. Aber durch die Sanktion alleine zu sagen, du darfst jetzt 2, 3 Jahre nicht mehr in ein Stadion, bewirke ich überhaupt nichts, weil die fahren mit. Ja. Also ich sehe da ganz anders. Ich habe ein Beispiel dafür. Ja, und dann Sie noch. Wir haben alle die Bilder vor Augen dieser männlichen Person mit dem blauen Hut. Der russische Hooligan vor dem Spiel. Den haben wir erst in der Stadt gesehen, wo er auf einen Liegenden draufgetreten hat und später im Stadion. Fragen Sie mal die Bürgerinnen und Bürger, ob sie möchten, dass diese Person
noch mal in so ein Stadion kommt. Ja, das ist eine strafrechtliche Sache, Herr Plickert. Und von daher meine ich, das wäre doch unfassbar, der sich draußen schon so daneben benommen hat, dass ich gegen den kein Stadionverbot ausspreche und er noch die Möglichkeit hat, in der Zukunft gleiche Verhaltensweisen noch mal im Stadion zu begehen. Das ist Sache des Strafrechts. Deswegen halte ich das auch weiter für sinnvoll. Ich will auch mal mit einer Zahl ergänzen, damit man nicht... Wir haben aktuell 2.300 Stadionverbote. Wir haben in der ersten und zweiten Bundesliga in jedem Jahr 17,8 Millionen Zuschauer. Wenn ich das umrechne, sprechen wir über 0,01% der Zuschauer, die Stadionverbot haben. Das heißt, es wird auch sehr sensibel damit umgegangen. Herr Rettig, Sie waren ja auch Geschäftsführer bei der DFL. Welche Gedanken hat man sich denn da gemacht? Und wo sagen Sie, was gibt es ein Konzept, was irgendwo Sie sagen, das ist zukunftsweisend, was wirklich dieser Gewalt Einhalt bieten könnte? Ich glaube schon, dass da gute und richtige Weichen gestellt worden sind. Ich erinnere nur daran, dass ja viel, viel Geld, und wir sind ja jetzt eigentlich am Ende des Weges, was die Gewalt angeht, wir müssen zum Beginn zurück, ja, nämlich bei der Prävention. Und wenn ich sehe, dass die Verbände hier einen zweistelligen Millionenbetrag jedes Jahr ausgeben für diese Themen, also in Fanprojekte, in Präventionsmaßnahmen, in Netzwerkpartnerschaften investieren, Regionalkonferenzen abhalten, auch Feindbilder abzubauen, was die Polizei angeht und. Also da wird ja wirklich ein echter Knochenjob hinter den Kulissen auch gemacht. Und es hat ja auch einen Grund, warum einige vielleicht da auch, auch psychisch mittlerweile ja angeschlagen sind. Wir hatten vor der Sendung kurz darüber gesprochen, was die Fanbeauftragten angeht, was dafür ein Druck auf diesen Leuten herrscht, weil es von allen Seiten gezerrt und gezogen wird. Aber ich glaube, dass das der richtige Weg ist, mehr noch in die Prävention, in die Fanprojekte, weil diesen Auftrag kommt leider auch der Staat und nicht mehr richtig nach, ja, dass hier Jugendliche sich selbst überlassen werden. Und ich finde, das ist gut angelegtes Geld. Mhm. Herr Lieto, wie positiv sehen Sie das, die Bemühungen der Liga für die Prävention und gegen Gewalt schon positiv. Also natürlich, man hat das Problem seit Jahren erkannt, aber es ist einfach schwierig, da die richtigen Lösungsansätze zu finden. Es gibt diesen Königsweg nicht, denke ich, das macht es so schwierig. Wen belangt man für was und wann? Wie beugt man dem vor? Wie schreckt man ab? Das sind alles so Dinge, da bilden sich Kommissionen, um das mal zu erörtern. Und so richtig findet man nicht den richtigen Ansatz, um dem noch mehr Einhalt zu gebieten. Wir haben ja gute Beispiele durch die Maßnahmen der DFL, durch diese Konferenzen, wo eben tatsächlich Polizei mit den Fanbeauftragten, mit den Vereinen kooperiert und es dann eben tatsächlich schafft, in einem bestimmten Bereich dort konstruktiv zu arbeiten. Mhm. Es ist sehr vieles eben auch personenabhängig, das muss man eben auch ganz klar sagen. Es hängt vom Engagement ab und auch von der Belastung. Und wenn eben mir damals gesagt haben, 80% der Fanbeauftragten, sie haben psychische oder gesundheitliche Probleme durch ihren Job, dann glaube ich, müssen DFL und müssen die Vereine darauf reagieren und doch noch ein bisschen mehr als die zweistellige Millionensumme vielleicht wirklich investieren. Ich meine, 10% dessen, was jetzt an mehr durch die Vermarktung bei der DFL an Geld reinkommt, würde ich mir wünschen, einfach für Fanprojekte und für Fanbeauftragte. Das ist nicht so viel, ist aber letztendlich, glaube ich, ein Vielfaches dessen, was bisher da investiert wird. Ich denke, ganz wichtig ist der Dialog und der, glaube ich, funktioniert ganz gut in Deutschland. Da ist, es gibt überall dieses Kompetenzgerangel und Eitelkeiten. Ich glaube, dass in Deutschland das relativ gut geregelt ist. Man hat jetzt, glaube ich, in Frankreich gesehen, dass es da überhaupt nicht funktioniert. Denn man fragt sich, wie das alles passieren kann. Und Hilfe ist angeboten worden. Die haben es teilweise abgelehnt. Das sind auch die Informationen, die wir so haben. Auch unsere Reporter vor Ort, die berichten das auch. Dass die Franzosen da, glaube ich, ganz gerne ihr eigenes Süppchen kochen statt Hilfe anzunehmen. Und das teilweise mit hanebüchenen Argumenten dann oder argumentieren und sagen, es gibt Sprachbarrieren. Der Innenminister hat heute die Zusammenarbeit sehr gelobt zwischen den Sicherheitsbehörden. Es sind 180 deutsche Polizisten sind in Frankreich. Ich sag's ja nur mal. Ja, aber das ist sogar innerhalb von Frankreich haben die massive Probleme. Das haben wir bei der Terrorismusfahndung gesehen, dass eben Police Nationale und Gendarmerie nicht miteinander können. Das ist nichts Neues. Das wissen wir seit vielen, vielen Jahren. Und Frankreich kriegt es einfach nicht geregelt, da im Grunde genommen eine Lösung zu finden. Eine einheitliche Strategie, das haben wir bei den Demonstrationen in Paris gesehen, wo sie überfordert waren. Das haben wir bei der Terrorismusfahndung gesehen, dass sie überfordert ist. Und es ist einfach schade, dass ein Land wie Frankreich zum gegenwärtigen Zeitpunkt es nicht schafft, seine Polizeien da besser aufzustellen. Ich will jetzt über Frankreich nicht philosophieren, aber wir haben ja bei der letzten Europameisterschaft eine andere Situation gehabt, was die Kräfte betrifft. Und zwar waren in Klagenfurt
Das könnte dann so Einleitung auf das Spiel Deutschland gegen Polen sein. Waren drei nordrhein-westfälische Hundertschaften während der gesamten Europameisterschaft eingesetzt. Und dann hat es ja auch dieses Spiel Polen gegen Deutschland gegeben. Und das war natürlich unheimlich gut. Wir hatten unsere deutschen szenenkundigen Beamten vor Ort. Wir hatten drei Hundertschaften, die quasi ihre eigenen Leute, das heißt, wir haben da agiert. Das jetzt ist in Frankreich nicht möglich, hängt daran, wenn ich eine Hundertschaft unterstelle, muss ich die Sprache können. Weil ich muss ja in der Heimatsprache erklären, was ich jetzt von denen will. Aber da hat man gesehen, dass man durchaus sehr effektiv auch unterstützen kann. Ja, aber gerade in Österreich hat es auch Beispiele gegeben, wo es nicht funktioniert hat. Weil eben die lokalen Polizeiführer sich dem verweigern. Haben. Und das ist eben der Punkt, dass wir nicht eine einheitliche Strategie haben. Das ist auch ein Sprachproblem in Österreich. Ja. Ich würde noch mal auf Ihren Verein kommen, den FC St. Pauli Rettich. Wie schaffen Sie es da oder schaffen Sie es da, dass Gewalt nicht überhand nimmt? Wie schaffen Sie es da, in den Dialog zu kommen? Was haben Sie sich da vorgenommen? Liegt es nicht an mir, weil ich bin ja noch zu frisch dabei. Der Club hat ja nun, steht ja noch wie kein anderer für eine ausgeprägte Fankultur. Ich glaube, ein ganz wichtiger Schlüssel ist, Lieto hat es gesagt, das Thema Kommunikation. Also wir haben bei uns alle zwei Monate den sogenannten ständigen Fanausschuss. Ja, das sind alle fanrelevanten Themen, werden dort besprochen. Da ist unser Präsident dabei, da sind Sicherheitsvertreter dabei, da sind Fanorganisationen aller Couleur dabei. Und da wird Tacheles geredet, ja, in den eigenen vier Wänden. Und wir legen uns da nicht nur in den Armen, aber wir kriegen was mit. Ja, und aus diesen Diskussionen können wir auch uns hier und da auch unsere Strategie sicherlich hier und da überprüfen. Also von daher ist das, glaube ich, der Schlüssel, der eben auch genannt worden ist, der wird in unserem Club, glaube ich, sagen zu dürfen, vorbildlich geregelt, dass man miteinander spricht, ja, dass man zuhört, ja, und dass man letztlich auch, auch Fanbelange ernst nimmt. Aber wenn Sie mal überlegen, also wer ist eigentlich in erster Linie dafür da, für Ordnung zu sorgen? Doch die Polizei oder die Vereine? Wer ist es, Herr Lieto? Das ist ja auch immer so eine Streitfrage. Dann gibt es den Bremer Senat, der sagt, wir möchten das gerne, die Kosten gerne weiterleiten. Und dann sagen die Vereine, nee, das ist außerhalb unseres Territoriums. Und dafür ist dann die Stadt wieder zuständig. Also da fängt es ja schon an. Man weiß ja gar nicht so richtig, wer es ist zuständig. Wir haben das mal analysiert. Es sind mehr als ein Dutzend verschiedene Beteiligte, die bei so einem Fußballspiel zusammenwirken müssen. Das ist ein hochkomplexes System, angefangen vom öffentlichen Verkehr über die privaten Sicherheitsdienste, die Ordner, die Polizei mit verschiedenen Ebenen, Bundespolizei, Einsatzhundertschaften. Das ist sehr komplex. Das wird auch oftmals nicht wirklich wahrgenommen, dass das sehr aufwendig ist, das eben entsprechend vorzubereiten. Und je besser man das dann tatsächlich kommunikativ löst, umso eher kriegt man das dann eben auch im Blick und in Griff. Und umso eher kann man auch nach außen hin signalisieren, wir ziehen an einem Strang. Und das ist, glaube ich, das, was St. Pauli eben auch so deutlich macht, dass da der Verein mit den Fans... Gerade auch was das Thema rechte Szene angeht. Ja. Also ich muss sagen, wir haben in diesem Jahr haben wir auch die Brust dank unseres Hauptsponsors, Kongstar, darf ich ja sagen, freigemacht. Ja. Vielleicht gibt es noch ein paar Euro. Noch ein Fanprojekt mehr. Genau. Aber da sind wir aufgelaufen bei einem Ligaspiel, ich sag mal, der sich gegen den Faschismus richtete. Ne? Also, und kein Fußball den Faschisten war dann auf dem Trikot zu lesen. Das sind großartige Signale in der Frage, aber da wünsche ich mir ein paar Nachahmer. Herr Plickert, wir haben gesagt, es ist eine Frage der Kommunikation, aber ist es nicht auch ganz banal eine Frage der Manpower und des Geldes für die Polizei? Sie sind stark gefordert, überall hört man, es ist eigentlich zu wenig Polizeikräfte, auch für die ganz normale Sicherheit, gerade jetzt in den Zeiten der Terrorabwehr, da ist Fußball eigentlich nochmal so eine Extralast für Sie? Ja, mit Sicherheit. Also die Fußballspiele werden ja durch die Hundertschaften sicherheitspolitisch betreut und die kommen nicht mehr aus den Stiefeln. Das ist ja nicht nur Fußball, wir haben Pegida, wir haben AfD. Ich denke an Wahlen, die demnächst ins Haus stehen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen. Also die Hundertschaften machen im Jahr locker 500 bis 600 Überstunden, sind jedes Wochenende irgendwo eingesetzt. Deswegen bin ich auch dafür zu sprechen. Überall da, wo wir Personal sparen können, führt das dazu, dass unsere Kolleginnen und Kollegen frei haben und sich erholen können. Und mal zum Fußballspiel gehen können. Ja, ich glaube, die haben dann meistens nicht mehr so ein Interesse. Aber ich will noch mal deutlich sagen, ich glaube,
auf Ihre Frage, wir sind kein Sozialbetrieb, muss man deutlich sagen. Da haben wir auch schon gar keine Zeit mehr für. Deswegen, wir sind als Akteur mit am Tisch. Wir müssen den Dialog fördern, denn wenn wir aufhören zu sprechen, dann haben wir kapituliert. Und ich glaube, wir sind heute an einem Stand, Dr. Feldes hat gesagt, der ist weit besser, wie wir vor 10 oder 15 Jahren miteinander umgegangen. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir können zusammen sitzen, können uns austauschen, können auch streiten und gehen auseinander und haben Verständnis für die Position des anderen. Wir machen auch als Gewerkschaft Seminare, wo ich sogar, wenn sie bereit sind, Hooligans hinhole und Gruppenbeamte aus den Hundertschaften, damit jeder mal versuchen kann, seine Sichtweise darzustellen und auch Verständnis dafür zu bekommen, warum der eine sagt, wenn Straftaten ist, ist das anders und der andere sich auch darstellt. Jetzt haben Sie aber vorhin gesagt, Herr Feldes, es gibt gerade auch so ältere Hooligans, die auf einmal wieder neu einsteigen. Wenn die jetzt solche Bilder sehen wie in Frankreich, stachelt das noch an? Ist das noch auch eine Beflügelung für die Szene hier? Ich glaube schon. Und wir brauchen da eben tatsächlich eine ganz klare und strikte Strafverfolgung. Das ist eben das, wofür ich plädiere, dass wir da die Verbandsgerichtsbarkeit muss immer sekundär sein, sondern wir müssen tatsächlich versuchen, hier diese gewaltbereiten Hooligans im Grunde genommen eben strafrechtlich wirklich einzufangen. Und das muss möglich sein, das ist auch möglich. Und dann kapieren nämlich auch die Fans, die so auf der Schwelle stehen, vielleicht mitgezogen werden, mal Gewalt auszuüben, dann kapieren die eben auch, da ist eine Grenze, die darf ich nicht überschreiten, auch wenn ich da im Grunde genommen vielleicht reingezogen werde durch die Gruppe. Das ist, glaube ich, das ist ganz wichtig. Und dieses Anfeuern erleben wir seit 2-3 Jahren, seitdem es eben Pegida gibt und andere Aktivitäten, dass diese Gruppen eben tatsächlich wieder im Grunde genommen aus ihren Nischen kommen. Wir haben nun mal, das haben die Bielefelder Kollegen herausgefunden, etwa 15% rechtsextremistisches Potenzial in unserer Gesellschaft. Und die kommen jetzt hervor und werden eben dann auch gegebenenfalls auffällig. Aber es gibt auch Vereine, die zum Beispiel Hogesa-T-Shirts verbieten. Herr Lieto und Herr Rettich hat ja eben auch gesagt, mehr Nachahmer eigentlich für eine bestimmte Haltung auch, wäre das sinnvoll? Ja, das wäre sinnvoll und das ist auch dringend nötig, denn es ist so, wie Herr Feldes sagt, diese Hooligan-Szene ist wieder eine aufkommende Szene. Das Problem war in den 80er Jahren stark, dann ist es abgeflacht und sich alle so ein bisschen zurückgezogen und jetzt gerade keimt es wieder auf. Der Rechtsradikalismus geht da in diese Nische rein. Das hat auch politische Hintergründe mit der ganzen politischen Lage im Land und in Europa. Das spielt da sicherlich alles mit einer Rolle. Und die Hooligan-Szene, es ist ja so, sicher ist Fußball dann das Event, wo die ihre Gewaltexzesse ausleben. Aber gerade bei den Hooligans ist es ja auch so, ich musste das auch erstmal begreifen, dass das tatsächlich so ist, dass sie sich verabreden und auf Feld- und Wiesenwegen sich treffen. Es gibt ein Ranking. Es gibt richtige Meisterschaften, wenn man so will. Und dass sie sich dann da treffen, am liebsten natürlich auch ohne Polizei, weil, wie gesagt, diese Eskalation suchen die gar nicht, sondern nur miteinander. Da gibt es den einen oder anderen, der sagt, ja gut, wenn die sich auf irgendeinem Feldweg treffen und danach ihre Zähne aufsammeln, sollen sie das ruhig so machen, solange kein dritter Unbeteiligter damit reinspielt. Aber das ist leider nicht nur so, sondern eben auch in den Stadien, wie wir es gesehen haben. Ja. Ich würde noch am Schluss gerne den Blick werfen von Frankreich auf Russland. Wir hatten jetzt die russischen Hooligans gesehen. Jetzt haben wir 2018 eine Weltmeisterschaft in Russland. Was bedeutet das denn, Herr Rettich? Sollte man sich denn darauf einstellen? Ja, ich würde mir erstmal wünschen, dass die, die heute in der Verantwortung sind, die so Dinge, wir haben es ja eben schon besprochen, auch gutheißen, Gewalt verherrlichen, noch animieren und an Nationalstolz appellieren und all so einen Unsinn, dass man die zunächst mal zur Rechenschaft zieht. Ja? Das würde ich mir erstmal wünschen in der Nachbetrachtung, bevor man jetzt auf die WM in Russland schaut. Ich glaube, dass das kein gutes Signal ist, wenn man da zur Tagesordnung übergeht und sagt, ab morgen freuen wir uns auf Russland. Also ich freue mich da nicht drauf. Ich meine, man muss eben auch sehen, UEFA und FIFA haben sich ja selbst geschädigt in den letzten 2 Jahren. Und es sind ja im Grunde genommen Organisationen, die kaum noch eine Macht besitzen. Und wenn wir jetzt an die WM in Russland denken, dann fürchte ich eben auch, dass das werden Putin-Spiele. Und da wird es keine Gewalt geben, da wird es auch keine Straftaten geben. Aber weil die Polizei da härter vorgeht wahrscheinlich. Ja, aber mit welchem Preis, den wir dafür eben zahlen müssen. Und das finde ich schade. Deswegen ist das Turnier so interessant. Ja. Jetzt, wenn man sich jetzt bekämpfen will, wenn man jetzt Status erringen will, dann sagt man, ich muss jetzt nach Frankreich und muss da agieren. Was erwarten Sie denn für morgen, wenn Deutschland auf Polen trifft? Ja, wir rechnen schon mit
Ausschreitungen. Wir gehen von 300 Deutschen aus, 500 polnischen Hooligans. Und das wird ein spannender Abend und man kann den Kollegen in Frankreich nur viel Glück wünschen. Mhm. Die mussten ja heute sagen, schon Tränengas einsetzen gegen englische Fans. Da muss man ja sagen, die komplette Konstellation von heute und von morgen ist natürlich haarsträubend. Ne? Denn die treffen sich oder die spielen in Lille und in Lens, das ist 40 Kilometer auseinander. Paris auch noch da in Nordfrankreich mit hoch, wo Deutschland dann auf Polen trifft. Und teilweise übernachten Engländer dann in Lens oder Lille. Ja, wie wurde das wohl ausgelost? Wurde das ausgelost? Naja, das ist halt das Problem. Also die Stadien und Spielorte stehen ja schon lange, lange fest, damit die das bauen können. Und im Dezember ist dann die Auslosung. Ja, und dann, jetzt hoffen wir einfach, dass Deutschland dann doch gewinnt. Sie dürfen noch ganz schnell einen Tipp abgeben, jeder. Wie gewinnt Deutschland? Oder wer den Tipp nochmal? Ich bin ein ganz schlechter Tipper. Ich habe mich erst beim letzten Spiel blamiert. Ich sage nichts. Okay. 1-1. Deutschland gewinnt. Und wie hoch? Ich denke 1-0 oder 2-1 auf jeden Fall knapp. Okay. Ja. Ich glaube nicht, dass wir hoch gewinnen. Wir sind gespannt. Also schauen Sie Fußball, aber schauen Sie bitte morgen auch die Phoenix-Runde. Die gibt es um 22:15 Uhr, aber auch um 0 Uhr in der Wiederholung. Und da haben wir ein sehr interessantes Thema in unserem Schwerpunkt bei Phoenix. Rätsel, RAF-Terror. Rede ich morgen mit den Angehörigen, die ihre Väter bei den Attentaten durch die RAF verloren haben, mit Jörg Schleyer, Michael Buback und mit Gleis von Mierbach. Das lege ich Ihnen ans Herz und ansonsten einen schönen Fußballabend. Bis dahin. Tschüss.